Hallo und herzlich willkommen, ich bin Slowaka, hier geht's weiter mit Drakensang und wir haben soeben den Obergardist Taschmann befragt, ein weiterhin sehr verdächtiger Mann, der uns nicht so gerne weiterhelfen möchte, aber wir haben noch genug eigenständig zu tun und wollen weiterhin den Tatort, wo unser guter Freund Ardo umgebracht wurde, überhaupt erstmal untersuchen. Das werden wir jetzt als nächstes machen, außer dass wir hier einmal, weil wir in der Gegend noch gar nicht waren, noch einmal in diese Richtung um die Ecke schauen, ob es hier noch was gibt. Da hinten stehen nämlich zwei. Wie meint ihr das? Das ist meine Schuld gewesen. Selbstverständlich, wie lässt man auch einen Hornochsen den Wagen fahren? Der Ochse sollte ihn ziehen. Einen Ton verbitte ich mir. Seit 20 Jahren fahre ich schon Wagen. Das waren wohl 10 Jahre zu viel für eure Augen, so wie ihr schielt. Der Blindanger und Mattauge. Was soll das heißen? Ihr seid derjenige gewesen, der mich gerammt hat. Ihr hattet wohl Tomaten auf den Augen. Okay, die haben einen Unfall gehabt. Das ist das, wo der Taschmann eigentlich hin sollte. Zumindest hat uns das der Gardist gesagt, der den Tatort da bewacht gerade. Wir schauen natürlich in alle Kisten. Kohlen. Das haben wir, glaube ich, noch nicht gehabt. Um die nötige Hitze der Esse über einen langen Zeitraum zu halten, benötigt ein Schmied Kohle. So kann er den Stahl schmieden und eine Vielzahl an Gegenständen herstellen. Kohle findet aber auch bei alchemistischen Rezepturen Verwendung. Das könnte uns natürlich helfen, denn wir beherrschen ja die Alchemie, glücklicherweise. So, ihr Lieben. Der Taschmann ist irgendwie anderweitig beschäftigt. Kann ich euch irgendwie helfen? Diese Faust landet eventuell in seiner Nase. Ja, okay. Sie scheinen uns nicht weiter zu beachten. Hallo? Kann ich irgendwas tun? Mich so dazwischen stellen? Leider können sie einfach über mich drüber reden. Das ist natürlich doof. Gut, ansonsten gibt es hier scheinbar nichts. Dann lassen wir Mattauge und Blind irgendwas ihre Sache da selbst ausfechten und gehen tatsächlich zurück zum Tatort. Ohne natürlich hier noch ein paar Sachen zuzuhauen. Keine Zeit. Nee, du hast was zu tun, das sehe ich. Ja, den Taschmann lassen wir da jetzt mal stehen. Ich hoffe, dass die, wie heißt sie, die hübsche Harika irgendwie da okay ist. Oh, sehr gut. Silbertaler und Verbände. Ein ganzer Silbertaler, selten wieder mal in so einem Kasten. Was ist das hier? Gibt es noch einen Pilz? Eitriger Krötenschemel, das war so ein Giftpilz, glaube ich. Jawohl, ja. Nehmen wir. Ja, mit den Händlern. Da beschäftigen wir uns später mit. Erstmal jetzt den weiten Weg zurück. Aber wir nehmen noch alle Holzfässer mit, die wir so finden. Nochmal so viel. Das ist cool. Also einiges an Geld zumindest. Den Bootsmann haben wir schon gesprochen. Dann schauen wir mal, was bei Arlo da passiert ist. Wenn man denn noch was sieht. So, mein lieber Brintel. Ich kann leider nichts weiter für euch tun. Geht bitte. Ja, okay. Wir gehen gerne. Wenn du uns einfach vorbeilässt, dann ist ja alles gut. So, hier da vorne auf dem Pier ist es passiert. Mausefalle, rostige Nägel. Brauchen wir jetzt nicht wirklich. An diesem schönen Fleckchen ist es also passiert. Ganz schöner Hafen. Umschlagsplatz da hinten. Ja, und der Tatort wird wieder von einer Blutlache angezeigt. Was ist das? Nichts. Hm.
Da ist doch wieder vielleicht was in den Holzfässern zu finden. Naja, so langsam brauchen wir es nicht sein. Hat Ardo irgendwo was versteckt, ist die Frage. Hier liegt ein Verband. Der hat ihm leider nichts genützt. Hier ist nichts. Da ist noch ein Holzfass. Hoffen wir mal. Nein. Da ist nur Bier drin. Ich glaube, hier irgendwo ins Wasser oder so. Nee. Was ist denn das, was da liegt? Ein toter Fisch liegt da rum. Kommen wir auf das Schiff darüber? Hier liegen auch noch ein paar Fische. Nee, da geht's nicht drauf. Tja, nicht sehr viel, was wir hier herausfinden können. Es ist einfach nur der Tatort. Was steht denn im Questbuch? Gibt es da noch was Neues? Rede mit Obergardist Taschmann. So richtig schlau bin ich aus dem Obergardisten nicht geworden, aber er scheint seine Aufgabe auch nicht gerade ernst zu nehmen. Das stimmt. Vorgrim haben wir doch auch schon, haben wir noch nicht gefunden. Wir haben doch Vorgrim schon gefunden, oder bin ich blöd? Müssen wir nochmal zu Vorgrim gehen. Na gut, da hinten sind noch eine ganze Reihe von Holzfässern. Wir gehen noch einmal außen rum und schauen mal, ob da hinten noch was zu finden ist. Danke, Brintel, fürs Durchlassen. Vielleicht ist ja trotzdem was in der Gegend. Zwei Silbertaler sogar. Auf jeden Fall ist hier mehr Geld im Umlauf als in Arvestreu. Nur ein Hinterhof. Nee, ich wollte was zerhauen. Da ist irgendwas los. Bullmontee, Ferdocker. Wieder ein paar Getränke. Hier ist der Getränkehandel. Nein, hier gibt es auch Verband. Und hier haben wir noch was. Heilsalbe. Auch nicht schlecht. Und nochmal ein Silbertaler. Also wir, die Kisten lohnen sich hier. Stahlknüppel Joe kämpft gegen Jango. Mach schon, schick die Stahlknüppellosche zum Boden. So wird es doch nichts. Los, die Deckung hoch. Mit euch sprechen? Nee, aber mit dir bestimmt. Durdan Jesolo. Ah, willkommen. Ihr seid hier wegen dem Kampf, richtig? Wollt ihr eine Wette abschließen? Wetten hört sich interessant an. Wer kämpft denn? Heute schlagen sich die allseits bekannten und beliebten Haudegen Stahlknüppel Joe und Hammerfresse Jango, die Visagen ein. Ah, super. Ja, ein Spaß für Groß und Klein. Und mit nur 20 Silber seid ihr dabei. Wer zuerst am Boden liegt, hat verloren. Ein Gewinn verdoppelt euren Einsatz. Nun, was sagt ihr? 20 Silber auf Stahlknüppel Joe oder Hammerfresse Django. nee. 50-50 Chance ist zwar gar nicht so schlecht, ne, aber 20 Silbertaler will ich jetzt nicht hier verprassen. Vielleicht müssen wir das machen, um irgendwas freizuschalten, aber jetzt würde ich erstmal sagen, nee. Das ist bedauerlich. Tja, vielleicht ein anderes Mal. Vielleicht. Schauen wir hier nochmal rum, Knüppel Joe. Könnten ja mal beobachten, wie viel, wie oft der eine gewinnt und wie oft der andere gewinnt. Das ist nichts. Hier ist noch ein Holzfass. Ja, manchmal ist auch nur Müll drin. Wo sind denn die anderen beiden? Na los! Da hinten seid ihr stehen geblieben. Na gut. Ihr dürft ruhig mitkommen. Die sind fasziniert von Stahlknüppel Joe und Hammerfresse Jango. Komm, Haus. Ein Heller, ein Messer. Heilsalbe. Und nochmal Bier. Tja, aber nichts, was uns in der Ermittlung in irgendeiner Form weiterhilft.
Und sehen kann man ja auch nichts. Es gibt hier nochmal ein Beerensaft. Das ist natürlich super. Und ein Silbertaler, drei Heller. Das ist auch gut. Aber was machen wir denn jetzt? Also ich würde mal sagen, wo geht's denn hier lang? Wir können ja mal an der Seite zurücklaufen. Dann geht es hier zum Praios-Platz. Entweder gehen wir zum Tempel. Da war ja auch noch was los. Oder und wir erstatten mal Bericht an die Obergardistin. Denn so ein bisschen was haben wir ja schon rausgefunden, was vielleicht durch weitere Informationen von ihr nochmal ein bisschen... bisschen mehr Infos. Vielleicht kriegen wir noch ein paar Infos von ihr. So, hier sind die Niceback-Arbeiter da hinten. Wie kommen wir denn da hin? Hier geht's hoch. Kommen wir hier rein? Nein. Dann außen rum. Hier ist auch der Händler der Nicebacks. Krähenfüße, noch ein Silbertaler. Wir klauen denen allen hier ihr Hab und Gut weg. Mauselfalle. Klauen wir auch. Wir klauen alles. Da ist noch eine Kiste. Gib mir da Quellwasser. Und ein leicht angetrunkener. Tristes Wetter. Wo ist nur der Sonnengott? Ich weiß es auch nicht. Ich weiß nicht mal, wie der Sonnengott heißt. Doch, Praios heißt der. Weiß ich sogar. Ah, aber hier ist trotzdem abgesperrt. Also hier kommen wir tatsächlich nicht rein. Könnt ihr uns da helfen mal? Warum kommen wir denn hier nicht rein? Alle reden nur über den Bau des Hesinde-Tempels, als ob diese schrecklichen Morde nicht wichtiger wären. Ja, ich hoffe, dass der Bau des Hesinde-Tempels fertig wird. Tja, und er freut sich auch schon auf die Drachenfeste. Drachenqueste, heißt es. So, Moment, wo waren wir jetzt nicht? Ah, da kommen wir aber doch rum. Oder ist da auch wieder abgesperrt? Schauen wir mal. Hier wird auf jeden Fall wieder Zeug verladen und getragen. Doch, hier kommen wir durch. Sehr gut. Wo geht's hier lang? Nach Fuhrmannsheim. Moment. Einen Moment müssen wir noch hier bleiben. Und beim Huhn schauen. Gucken überall, ob irgendwas drin ist. Nochmal ein Silbertaler. Das ist echt eine ganze Menge, was sich jetzt hier zusammen... Oh. Eine zwielichtige Person. Mit einer verschlossenen Truhe. Das klingt doch noch was. Fex zum Gruß. Etwas Besonderes? Vielleicht. Zeigt mal her, was ihr so Besonderes habt. Ah, das ist auch ein Händler. Also kein offizieller Händler offensichtlich. Es gibt Murmeln, Krähenfüße, Haarnadeln, Goldkette, Brechstange. Brechstange ist ja auch cool. Gut, um sich unfreundliche Gesellen vom Leibe zu halten. Ach so, das ist tatsächlich einfach eine Waffe. Die brauchen wir nicht. Wir könnten ihm natürlich jetzt auch irgendwas verkloppen. Krähenfüße haben wir auch zweimal. Waffenbalsam. Wir können erstmal wieder unseren Scheiß loswerden, sozusagen. Die Mausefalle zum Beispiel. Und was haben wir noch? Die rostigen Nägel kannst du alle haben. Den Apfel kannst du haben. Goldkette 7 Silbertaler. Das Messer kannst du haben. Okay. Achso, nee, ich wollte eine Sache wollte ich noch gucken. Und zwar, was diese Murmeln, was macht denn das? Hand von Murmeln, die geschickt auf dem Boden platziert werden. Diese können einen unvorsichtigen Gegner stürzen lassen. Geschicklichkeitsprobe minus 2 oder das Opfer wird umgeworfen. Ach doch, das habe ich doch schon mal gelesen, glaube ich. Na gut. Ein Heller. Wir sind ein bisschen, stecken ein bisschen fest in dieser Ermittlung, wenn es hier nicht, was ist das? Ein Zunderschwamm nochmal. Noch ein Pilz. Sehr gut. Das war nochmal für Brandpfeile, genau. Oh, da wird sich, ach nee, das ist wahrscheinlich dahinter, ne? Das sind die. Die beiden, auf die wir setzen konnten, die sich da prügeln. Hier noch irgendwo versteckt irgendwas drunter, hinter? Nee.
Da geht's hoch. Gucken wir jetzt mal hier. Wo geht's dahin? Ins Fürstentum Kosch wieder raus. Ach so, da geht's komplett raus aus der Stadt. Ja, nee, das wollen wir ja jetzt auch nicht. Wir haben hier noch was zu tun. So, jetzt langsam werden die Holzfässer ein bisschen träge. Ein bisschen langweilig. So, jetzt hauen wir das noch kaputt. Und dann reicht es auch erstmal. Wo geht's hier hin? Verschlossenes Gittertor. Kann sie nicht... Kannst du Schlösser knacken eigentlich? Ja. Kannst du das mal machen? Nee. Das probiert sie nicht mal, das zu machen. Das heißt also, da kommen wir tatsächlich nicht weiter. Na gut, dann erstmal zurück und Bericht erstatten an, wie heißt sie? Barla, genau. Da wollen wir hin. Dann geht's jetzt zurück nach Fuhrmannsheim. Oder wir gehen über eben den Praios-Tempel. Nee, Quatsch, Praios, was war's? Der Hesinde-Tempel war's. Gehen wir mal dahin. Nach Fuhrmannsheim. Also vom Tatort von Ardo habe ich mir wirklich mehr erhofft. Ich dachte, da würde mehr passieren. So, hier ist der Schmied. Ach, warte mal. Ach so, nee, hier ist der... Ja, wir gehen zum Praios-Platz unten rum. Denn hier haben wir, glaube ich, gerade nichts zu tun. Außer Holzfässer zu hauen. Heißt es, dass wir hier noch gar nicht waren? Doch, wir sind auch hier hochgelaufen zu Elkos Tatort. Wieselkraut, heller, Bier. Das Übliche. Okay, erstmal zurück zum Praios-Platz. Dann sprechen wir auch erst mit Barla. Ich möchte gerne wissen, bevor wir irgendwas Neues nochmal erfahren beim Hesinde-Tempel, wenn es da überhaupt was gibt, würde ich sagen, interessiert mich doch sehr, ob wir in der Investigation hier irgendwie weiterkommen könnten. Und wir schauen mal, ob Barla, die müsste auch hier rumstehen direkt. Da ist sie. Barla Dorkenschmied. Pass mal auf, was wir rausgefunden haben. Also, ich glaube, ich habe eine Gemeinsamkeit zwischen den Mordopfern gefunden. Seht euch die Brosche des alten Elko und Sandors Talisman einmal genauer an. Achtet besonders auf das Material, aus dem sie gefertigt sind. Erkennt ihr eine Ähnlichkeit? Tatsächlich, beide Schmuckstücke, wir haben Stufe 3 erreicht, beide Schmuckstücke scheinen aus demselben Material gefertigt zu sein. Doch was hat das mit den Morden selbst zu tun? Weshalb sollte jemand die beiden wegen dieser Schmuckstücke ermorden? Nur um diese dann bei ihren Opfern zurückzulassen? Es muss also um etwas anderes gegangen sein. Ihr habt recht. Dies sind bislang alles nur Hinweise. Ich werde also weitersuchen müssen. Habt dennoch Dank. Ihr habt neue Hinweise zu zwei Mordfällen gefunden, richtig? Ja, aber dennoch tappe ich immer noch im Dunkeln. Ich kenne jemanden, der euch diesbezüglich treffen möchte. Doch die Person geht ein hohes Risiko ein, wenn sie sich mit euch trifft. Daher wurde mir eine Parole für euch anvertraut. Wo könnte ich diese Person treffen und wie lautet die Parole? Geht zum Hesinde-Tempel, na das passt ja, und sucht nach jemandem gehüllt in einen Umhang. Dann sprecht die Losung, des Nachts krönt es die Nebelzinnen. So wird euch geantwortet mit das Ogerkreuz. Und nun geht. Solche Versteckspiele fallen mir auf die Nerven. Mit Davonlaufen wurde noch kein Feind besiegt. Ja, Rulana. Was? Riecht nach einer Falle. Eine Falle? Okay, wenn sie das sagt. Trifft den Informanten am Hesinde-Tempel. Und wir haben tatsächlich Stufe 3 erreicht und mittlerweile schon wieder 416 Steigerungspunkte. Und unser Rucksack ist so rappelvoll.
dass wir eigentlich mal wieder ein bisschen hier übergeben könnten oder doch einfach mal mehr verkaufen. Aber gut, wir gehen zum, was ist das? Archivarin Loisanne. Das finde ich ja tatsächlich ein bisschen doof, dass sie uns jetzt, das ist der Kontakt, oder was? Warum schreiben sie denn dann den Namen da schon hin? Wir kennen die doch noch gar nicht. Aber gut, wir gehen über die Brücke. In die Richtung, wenn ich das richtig sehe. Und ich habe das Langsamgehen jetzt wirklich mal beendet hier. Für dieses Let's Play. Also zumindest, wenn es nicht irgendwie komplett neue Gegend ist, die mich dann auch irgendwie begeistert. Laufen wir jetzt doch ein bisschen schneller auf, wenn es nicht ganz realistisch ist. So, da ist der Kastanwagnitz da. Ferio von Ferdok, genau. Da habe ich doch neulich drüber nachgedacht, ob der es wirklich ist. Probieren wir nochmal, mit ihm zu sprechen. Was seid ihr denn für eine armselige Gestalt? Habt ihr allen Ernstes geglaubt, dass ich mit jemandem eures Standes spreche? Na los, trollt euch gefälligst. Lassen wir ihn erstmal wieder in Ruhe. Ich dachte, vielleicht können wir ihn irgendwie ein bisschen beleidigen. Erst neulich soll schon ein Adeliger ermordet worden sein. Okay, da sind wir. Beim Hesinde-Tempel. Jetzt laufe ich doch nochmal. Eine Magistra. Nandus zum Große. Ihr wünscht, die Mysterien der Magie zu ergründen? Oh, können wir das bei euch lernen? Gerne, wenn ihr mir dabei helft. Was könnt ihr mich lehren? Magiekunde kann erlernt werden. Heilkunde, Gift, Alchemie haben wir schon. Etikette und einige Zauber können erlernt werden. Meine Güte. Ganz schön viele. Und sie könnte das tatsächlich auch lernen. Kladdis. Das ist natürlich nicht schlecht. Aber das müssten wir alles mal komplett durchlesen. Ich gehe erstmal in der Geschichte weiter. Ach, Moment. Eine Frage noch. Kladdis, sprich doch auch nochmal mit ihr, bitte. Magische Ausrüstung habt ihr auch? Tatsächlich. Magierroben, Kampfmagierroben, Elixiere und ein Amulett des Mutes für 30 Dukaten. Was ist das? Mut plus 1. Komplett, oder was? Das ist natürlich geil. Nicht schlecht. Aber da müssen wir noch ein bisschen sparen dann. Und sowas ist wahrscheinlich dann, genau, Mut plus 1 für 10 Minuten. Okay. Bringt so ein Spitzhut auch was? Das wäre ja albern auch wieder, ne? Damit rumzulaufen. Nicht für Zwerge. Na gut. Erstmal brauchen wir hier nichts. Und was wir an Zaubern hier nochmal lernen, das entscheiden wir dann, nachdem wir hier so ein bisschen weitergekommen sind in der Story. Das sind alles Städter. Hier ist irgendwie... Hier wird das Fest schon mal aufgebaut. Ups, was hat er jetzt gemacht? Ziemlich laut heute Morgen. Im Hesinde-Tempel. Vorbereitung für die Drachenqueste. Hier gibt es noch Rupert Rappelstein. Da gibt es nochmal Rupert Rappelstein. Da gibt es wahrscheinlich Holz. Na, das wird doch, Männer. Was gibt's denn Dringendes? Ich habe einen Tempel zu bauen. Entschuldigt die Frage, aber um welchen Tempel geht es hier denn? Na, den Hesinde-Tempel. Ich als Baumeister bin verantwortlich für seinen Wiederaufbau. Wenn ihr mich also jetzt entschuldigen wollt... Alles klar. Ja, hätten wir drauf kommen können. Ich gebe dir recht. Steht da. Novize Saleo steht da vorne. Mit dem sprechen wir mal. Leider kann der Zutritt zum Hesinde-Tempel noch nicht gewährt werden. Die Bauarbeiten werden noch eine Weile dauern. Bitte kommt später wieder. Dann wünsche ich weiterhin gutes Gelingen. Ich werde zurückkehren, sobald der Tempel wieder in seiner vollen Pracht erstrahlt. Tja. Wir brauchen auf jeden Fall Drano, dass wir überall mal einsteigen können hier. Auch in den Tempel. Oh, da ist eine Riesenkiste. Die können wir ja tatsächlich zerkloppen hier, oder? Sehr, sehr, sehr unverschämt. Wir sind so unverschämt. Aber gut.
Ach, 5-mal Ulmenholz ist da drin. Das schleppen wir jetzt mit. Tun wir das. Ja, 50 Kilo schleppt der Zwerg schon mit sich rum. Aber Ulmenholz hilft uns beim Bau von Armbrüsten. Boah, die Kamera hat gerade so kleine Probleme. Hier ist der Kanal. Da ist das Verlies. Und hier ist die Frau, von der wir schon wissen, dass sie Archivarin Lausanne heißt und irgendwie wichtig für uns ist. Leider wissen wir das schon. Ja? Was gibt es? Des Nachts, die hat doch gar keinen Umhang an. Also ich dachte, sie hat was auf dem Kopf. Des Nachts krönt es die Nebelzinnen. Das Ogerkreuz. Ihr seid also die geheime Persönlichkeit, also gut. Nun zur Sache, wer seid ihr und warum wollt ihr mir helfen? Ich bin Archivarin Lausanne. Als erstes solltet ihr wissen, es ist sehr wichtig, dass ihr niemandem von unserem Treffen erzählt. Meine Befürchtung ist, dass es einen Komplizen in der Stadtgarde gibt. Offenbar sorgt er dafür, dass die Suche nach den Mördern ergebnislos bleibt. Eine düstere Vorahnung sagt mir, dass ich auch so schon um mein Leben bangen muss. Wie meint ihr das? Es wurde doch von Graf Grovin eine offizielle Belohnung auf die Erfassung des Mörders ausgesetzt. Wie kann es da gefährlich für euch sein, die Morde zu untersuchen? Habt ihr denn noch gar nicht bemerkt, dass ihr die einzige Person in ganz Ferdok seid, die wahrhaftig nach der Auflösung dieser Missetaten strebt? Die Mörder laufen immer noch frei in Ferdok herum. Jeder, der nach ihnen sucht, könnte ihr nächstes Opfer werden. Deswegen muss ich vorsichtig handeln. Ich bin kein Mitglied der Stadtgarde oder des Adels und genieße dadurch keinen speziellen Status, der selbst einen entschlossenen Mörder vielleicht zum Zögern brächte. Arlo vom Eberstamm hat seinen Status auch nicht beschützt, aber gut, wenn ihr es so wollt. Ich verspreche, dass ich niemandem von unserem Treffen erzählen werde. Hab Dank, ich vertraue euch. Nun zu den Morden. Was konntet ihr bisher in Erfahrung bringen? Ich konnte schon Hinweise zu 2 Mordfällen sammeln. Schaut euch diesen Talisman an, der gehörte dem Drachen. Und hier, diese Brosche war im Besitz des alten Elkos. Könnt ihr damit etwas anfangen? Abgegeben? Wie abgegeben? Na gut. Bei Hesinde, also war meine Vermutung richtig. Was ist, so redet doch. Was ihr da in der Hand haltet, sind nicht einfach irgendwelche Schmuckstücke. Dieser Talisman und diese Brosche wurden aus den Schuppen leibhaftiger Drachen gefertigt. Eine Drachenschuppe, seid ihr sicher? Ja, darüber besteht kein Zweifel. Ich habe genau in die richtige Richtung ermittelt. In Ferdok leben 3 Mitglieder von Drachentöterfamilien. Alle haben laut Stadtchronik ein besonderes Kleinod in ihrem Besitz, welches an die Heldentat ihrer Ahnen erinnert. Dadurch kam ich darauf, beide Mordopfer waren Nachfahren von Drachentötern. Sandor Kunger und der alte Elko waren welche und wurden ermordet. Meine Aufzeichnungen ergeben, dass eine junge Frau, Jischka Ignifer, ebenfalls eine Nachfahrin von Drachentötern ist. Sie lebt in Fuhrmannsheim, nahe der Taverne zur sanften Sau. Nur 3 Nachfahren? Aber was ist mit Arlo vom Eberstamm? Er ist auch ein Opfer der Morde. Ich weiß es nicht. Er ist auf jeden Fall kein Nachfahre von Drachentötern. Dem bin ich mir sicher. Aber wenn ich mich nicht täusche, schwebt diese Jischka in höchster Gefahr. Und der Mörder könnte jederzeit zuschlagen. Bitte beschützt sie. Ich kehre derweil zurück ins Stadthaus und werde noch einmal gründlich die Ahnenfolge der Eberstamms studieren. Vielleicht habe ich etwas übersehen. Bei Fex. Wir sollten uns gehörig sputen. Okay. Wir müssen diesen Mörder aufhalten, koste es, was es wolle. Alles klar, machen wir. Finde Jischka. Wo ist sie? In Fuhrmannsheim. Dann rennen wir los. Und ich glaube, wir sind in die richtige Richtung unterwegs. Und während wir rennen, sage ich, wir sehen uns beim nächsten Mal und hoffentlich finden wir direkt am Anfang diese Jischka. Ich freue mich drauf, wir starten dann gleich wieder mit durch die Gegend rennen beim nächsten Mal. Wenn es euch gefällt, lasst gerne ein Like da oder ein Abo und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal, wie gesagt. Bis dahin, macht's gut.